Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier auf Lebenszeit TV. Heute mal wieder ein teilintegrierter. Worum sich es genau handelt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Bleibt dran. Ja, ihr Lieben, und da stehen wir vor dem guten Stück, ein Teil integrierter der Firma Hobby, und zwar ganz genau der Hobby Optima On Tour T65GE in der IC-Line. Was sehen wir hier? Fangen wir mal vorne an, einmal schön den Stoßstänger. Ist bald Feierabend. Der Stoßfänger natürlich hier in Wagenfarbe, dann nicht zu übersehen, auf Citroën-Basis. Und hier in dem Fall ohne Tagfahrlicht, dafür aber die vier typischen, oder in dem Fall Citroën-typischen Alufelgen in Schwarz-Silber. Das filme ich euch gleich noch mal kurz auf. Dann sehen wir hier schön Magneten, damit euch die Tür dann beim lauen Lüftchen auch nicht zufällt. Hier unten schön eingearbeitet. Die Seitenbegrenzungsleuchten nicht hervorstehen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich die elektrische Thule-Eintrittsstufe. Hier hinten seht ihr die Ein- und Auslässe für den Dometic Absorber Slim Tower Kühlschrank. Hier hinten der Gaskasten für 2x11 Liter, 11 Kilo, sorry. Und eine doch recht große Klappe für die Garage. Hier mal ein sehr schmales Rahmenfenster. Wie gesagt, ich swippe euch das gleich als kleinen Clip rein. Und gefällt mir sehr gut. Hier von Polyvision Aero die Rahmenfenster. Und das ist richtig schick. Leicht getönt, so wie ich das mag. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Und dann natürlich oben noch die Thule Omnistore Markise. Und hier oben die Außenbeleuchtung. Kommen wir zur Fahrerseite und zum Heck. So, ihr Lieben, hier haben wir das echt stylische Heck des Hobby Optima On Tour. Da fällt uns auf einmal schön hier oben dunkel abgesetzt, damit man auch gleich weiß, wo man ist in der On Tour Edition. Da oben die dritte Bremsleuchte, genau, und die Rückfahrkamera. Dann hier der Heckleuchtenträger an einem Stück. Also hier müsste, wenn das ganze Teil ausgetauscht werden, wenn ihr ein paar Krempel habt. Nicht ganz optimal, aber nichtsdestotrotz sehr schön gelungen von den Formen her. Hier haben wir für bessere Sicht bei Schlechtwetterfahrten natürlich den LED-Streifen, während dann hier normal mit Glühbirnen gearbeitet wird auf beiden Seiten. Und hier unten dann richtig schön für ein sportliches, automotives Design einen angedeuteten Diffusor. Dann haben wir hier die zweite Klappe für den Kofferraum in derselben Größe wie auf der anderen Seite. Ist auch nicht unbedingt gang und gäbe. Hier dabei, dann haben wir den Kamin der Truma Gasheizung. Hier ist der Schacht für die Toilettenkassette, der Frischwassereinfüllstutzen und natürlich der CE-Landstromstecker. Hier dann, wie wir das aus der Stellantis-Gruppe kennen, Diesel-Einfüllstutzen abschließbar und der AdBlue-Einfüllstutzen nicht abschließbar, wie ich das schon im einen oder anderen Video gesagt habe. Hier gibt es Zubehörhändler, die da ganz tolle Möglichkeiten im Programm haben, wie ihr euren AdBlue-Einfüllstutzen sichern könnt. Das Dekor hier in der IC-Line sehr schlicht gehalten. Von den Farben her finde ich ganz toll, hier aus dem Schwarz in einen Grünton übergehend. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Manchmal ist weniger einfach mehr, auch wenn das heißt mehr weiß. Aber da gibt es nichts dran zu meckern. Und für den einen oder anderen, der es vielleicht gesehen hat, da oben grinst uns schon eine Satellitenschüssel an. Und dann wollen wir doch mal schauen, was das schöne Fahrzeug sonst noch so zu bieten hat. Bis gleich beim Interieur. So, ihr Lieben, dann fangen wir mal an. Ich mache mal die Tür zu, dann wird es ein wenig ruhiger. Ach je. So, der Magnet hält auf alle Fälle. Und dann fangen wir mal vorne an, ihr Lieben. Also, wie wir das draußen schon gesehen haben, hier auf Basis des Citroen Jumper, ohne Multifunktionslenkrad, einfach gehalten. Das finde ich persönlich immer richtig schick. Da die Steuerung für die Beleuchtung. Hier unten die Handbremse, dann hier als 6-Gang-Schalter, die länger dabei sind, wissen, dass Citroën und Peugeot gibt es nur als Schaltfahrzeuge, nicht als Automatik. Dann haben wir hier das große Display, die manuelle Klimaanlage, keine automatische. Da haben wir die Cupholder, USB, 12 Volt und hier, wie wir das kennen, die Kühlschublade. Dann oben drüber richtig, richtig Platz mit einer, das ist schon fast eine halbe Hand hier, richtig großen Lippe. Da kommt euch auch während der Fahrt nichts entgegen. Das ist richtig nice. Dann hier oben das Skyroof zum Öffnen und hier mit Verdunklungsplissé und Fliegengitter. Kommen wir zu den Sitzen. Das ist sehr schick hier. Ein Stoff, das fühlt sich sehr gut an. Auch von der Bepolsterung her sehr angenehm. Ich habe schon drauf gesessen kurz. Sehr bequem. Und hier sehr einfach über ein Reißverschlusssystem bezogene Armlehnen bei den Captain Chairs. Aber man muss das immer mal von der Seite sehen. Wenn da was dreckig wird an den Armlehnen, das kann man abmachen und waschen. Das kann man bei festbezogenen dann nicht machen. Dann müsste man wahrscheinlich die ganze Armlehne abbauen. Also das finde ich persönlich schon nicht schlecht. Dann haben wir hier die Remi Fahrerhausverdunklung. So, für die Seite. Und hier natürlich auch von rechts nach links und von links nach rechts. In der Mitte trifft sich das Ganze auch für die Frontseite. Dann gucken wir mal hinter den Fahrersitz. Da haben wir schon die ersten beiden Heizungsausströmer. Das ist richtig cool. Hier haben wir einen kleinen Sitz mit einem Griff. Und dann gucken wir mal unter den Sitz. Ja, da haben wir Achtung, zack, richtig Platz für Schuhe. Das ist mal nice. Ihr könnt auch von oben beladen. Das ist schick. Ne. So, dann haben wir einen. Jetzt muss ich erstmal setzen. Das ist ein Riesentisch. Guckt allein mal, was ihr hier unten Platz habt.
Also, wenn das hier zu eng ist, muss ich ehrlich gestehen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Den Tisch könnt ihr da auch noch ein Stück verschieben. Und hier unten das Bein halbieren. Da habt ihr übrigens nochmal zwei Heizungsausströmer. Also wir haben allein hier 1, 2, 3, 4 Heizungsausströmer. Alter Schwede. Dann bin ich hier mal im Eingangsbereich. Da ist gleich noch ein Heizungsausströmer. Dann sind wir schon bei 5. Und bei so einer schönen großen Halbdinette, das ist echt richtig, richtig schick. So, wo wir im Wohnzimmer sind, kommen wir mal zu den Gardinen. Das machen wir mal ein bisschen schön hier. So, haben wir hier die schönen Schals. Sehr stimmig. So kennt man das von Hobby. Es gibt immer wieder komische Sprüche über Hobby, ne? Nach dem Motto, kaufst ein Hobby, hast ein Hobby. Ich persönlich habe da noch keine negativen Erfahrungen gehört, direkt aus erster Hand. Ich kenne es immer nur über dieses, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Ich persönlich muss sagen, das sind wunderschöne Fahrzeuge. Und wäre bei mir auf alle Fälle in der engeren Wahl. Dann haben wir hier diese schönen kleinen Spots. Davon zwei Stück. Da habt ihr hier richtig schön die Halbdinette beleuchtet. Dann gucken wir mal hier ins Fach. Hier oben eine Lippe, hier unten eine große, damit euch auch nach einer holprigeren Fahrt nichts entgegenkommt. So, dann haben wir hier nochmal. Hier müsst ihr langsam zumachen. Das hat kein Softclose, aber ich finde, das muss auch nicht unbedingt immer sein. Hier hinten habt ihr richtig schön HDMI-Anschlüsse und alles euren Fernseher. Mit, wie wir ja schon gesehen haben, inkludierter Satzschüssel. Dann eine schöne breite Bank. Hier auch sieht man richtig schön diese Lordose-Unterstützung für ein ordentliches Sitzen. Das ist richtig cool. Verstellbare Kopfstützen. Und wenn euch die Gurte stören, wenn ihr die da weghaben wollt, macht einfach Rücklehne ab. Macht das Ganze hinter die Rücklehne und dann sind sie verschwunden. So, dann gucken wir mal hier oben ein schönes 70x50 Kurbelheki mit natürlich Fliegengitter und Verdunklungsplissee schön zum Kurbeln. Auch hier die Lampe für den Sitzbereich echt richtig schick. Also, ich kenne Leute, die hängen sich sowas ins Schlafzimmer. Hier hängt es im Wohnmobil. Sehr, sehr nice. Auch hier natürlich unter diesem kleinen Sitz so eine Lampe. Da kann man dann, wenn man einfach mal in Ruhe lesen will und dann, ne, sitzt man schön unter der Lampe. Das ist echt schick. Hier nochmal richtig Platz. Und dann kommen wir zur Truma-Bedieneinheit CP Plus. Da habe ich schon mal gesagt, gibt es viele tolle Videos, wie die bedient wird. Hier ist das Hobby-Bedienpanel. Da habt ihr die Aufbaubatterie, die Fahrzeugbatterie, den Frischwassertankanzeige, Abwassertankanzeige. Hier kommt für das ganze Entertainment wie Fernseh, Radio etc. Hier ist die Abwassertankheizung. Hier ist generell die Heizung. Das wird dann wohl die Wasserpumpe sein. Dann habt ihr hier natürlich Hobby Connect Bluetooth-Verbindung. Dann die ganzen Lampensteuerung, Außensteuerung. Das wird wahrscheinlich Beleuchtung für die Küche sein. Also da gibt es viel einzustellen. Dann haben wir hier Temperaturfühler. Und dann kommen wir mal zur Tür, um den Wohnbereich abzuschließen. Dann haben wir natürlich unten, wie wir das von Hobby kennen, den Mülleimer mit dem kleinen Kärblech und Handfeger. Ein richtig nettes Gimmick. Hier in der Tür mal kein Fenster, aber ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, denn wie ihr gleich sehen werdet, wir haben genau daneben das Küchenfenster. Alles gut. Hier zwei Haken, das ist richtig gut. Die Verriegelung reindrücken ist verschlossen. So ist normal. Und so öffnet ihr das Ganze. So, dann natürlich auch bei Hobby das Fliegengitter, wie eigentlich bei allen. So, machen wir mal wieder zu. Zack. Und dann kommen wir mal zur Küche. So, da ist die Küche. Und so kennen wir das von Hobby.
Das ist richtig, richtig schick. Ich liebe dieses Design. Ich könnte das so feiern. Und wie sagt man so schön, Hobby kann Küche. Und genau das trifft hier zu. Ich finde dieses Design mega. Dann, ich fange gleich mal hier vorne im Eingangsbereich an. Da haben wir einmal die Arbeitsplattenverlängerung. Ich finde jetzt den Griff nicht. Auf jeden Fall klappt er dann hoch, könnt ihr verlängern. Ihr habt da übrigens, habe ich eben vergessen, Lichtsteuerung und die Steuerung für die Eintrittsstufe. So, und dann kommen wir mal hier. Haben wir das Fenster mit Fliegengitter, Verdunklungsrollo zum Aufmachen. Alles gut. Hier hätte man vielleicht noch eine schöne Verkleidung dran machen können. Aber wir sind hier ja nicht im Maxia, sondern wir sind hier Optima on Tour. Das ist ja so ziemlich die Einstiegsklasse. Und da geht das absolut in Ordnung. So, dann machen wir mal auf. Haben wir hier den großen Drei-Flammen-Herd mit elektronischer Piezo-Zündung für 260er und 1,220er Topf. Das ist absolut okay. Hier kann man schön dann rausziehen. Ich zeige euch das kurz. So, und dann könnt ihr das schön alles zusammenwischen. Und dann ist der Herd ratzfatz sauber. So. Klappe wieder runter. Die Glasplatte übrigens nicht runter machen, wenn ihr gerade gekocht habt, ne? Weil nicht unbedingt günstig. Die geht dann kaputt. Dann das Spülbecken. Hier mal in einer, ja, senkrechten, länglichen Variante, aber sehr tief, finde ich. Und dann ein richtig schöner Wasserhahn. Hier Plastik, aber wie gesagt, Einstiegssegment der teilintegrierten bei Hobby. Und das geht absolut okay. Schick. Hier haben wir dann die Fächer. Hier keine Lippe. So kennen wir das aber von Hobby. Dafür aber hier oben. Hier könnt ihr vielleicht Gewürze reinstellen in diese beiden Fächer. Und hier dann, keine Ahnung, so ein kleiner IKEA-Kaktus, wenn er auf dem Campingplatz steht. Und dann kommen wir mal zu den Oberschränken. Da haben wir erstmal noch drei Spots, damit ihr auch genug Licht habt. Was haben wir eigentlich hier unten? Hier unten haben wir keine Spots. Doch, das ist eine LED-Leiste. Das ist cool. Hier haben wir eine 230 Volt und noch eine 230 Volt. Das ist schick. So, Schränke auf. Tada. So, da können wir mal reingucken. Hier Lippe, Lippe. Unten keine Lippe. Dasselbe hier. Und dann könnt ihr das hochmachen. Hier habt ihr auch Lippe, Lippe, keine Lippe. Und hier wird euch euer Händler mit Sicherheit, wenn ihr das möchtet, eine 230 Volt Dose hinmachen oder über Kabeldurchführung, dass ihr an die unteren kommt. Dann kann man hier vielleicht schön die Kaffeemaschine reinstellen. Ich finde dieses Konzept mega. Wie gesagt, ich feiere das. Mega schönes Auto. Dann kommen wir mal zur großen Schublade. Da seht ihr erstmal hier die Dreigas-Absperrhähne, schön großen inkludierten Besteckkasten. Und da könnt ihr dann noch, was weiß ich, Suppenkellen, Kochlöffel, was auch immer ihr hier im Wagen machen wollt, reinpacken. Dann haben wir noch mal vier schöne kleinere Schubläden. Eins mit Softclose, zwei, drei. Und natürlich vier. Also wer hier seine Töpfe und Vorräte nicht unterkriegt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und dann haben wir hier nochmal vier kleine Fächer, wo er auch noch ein bisschen was unterkriegt. Dann haben wir hier unten unter dem Kühlschrank noch ein Fach. Nicht groß, aber hier habt ihr dann gleich den Sicherungskasten, den FI-Schalter. Aber Kleinkram wie, was weiß ich, Putzmittel, Glasreiniger, sowas, das kriegt ihr da noch unter. Und hier oben haben wir noch ein schönes Fach. Was haben wir denn hier? Ah, das sind die Stöpsel etc. So, machen wir mal Lampe wieder an. Aber ich muss unbedingt die Batterie laden. So, das ist schick. Dann hier natürlich der Absorber-Kühlschrank von Dometic. Da seht ihr hier die Einstellmöglichkeiten. Über 12 Volt, das ist eine Temperaturerhaltung während der Fahrt. Dann habt ihr über Gas, das ist mit einer der effizientesten bei dem Ganzen, oder über 230 Volt Landstrom, wenn ihr auf dem Campingplatz steht und eure Gasvorräte, gerade bei Wintercamping,
ein bisschen aufsparen wollt, dann nehmt ihr den Strom für den Kühlschrank einfach über 230 Volt. Oder ihr schaltet hier auf Auto, dann könnt ihr dem Kühlschrank einfach das Ganze überlassen. Und hier machen wir mal auf das gute Stück. Da habt ihr hier dann auch überall so eine kleine Absturzreling. So, das herausnehmbare Eisfach, also wenn ihr nach oben hin weiter stapeln wollt und lieber mehr Volumen haben wollt als irgendwelche Eiswürfel oder Eis essen oder was auch immer, dann könnt ihr das rausnehmen. Hier unten habt ihr das Gemüsefach. Ich schaue mal kurz die Literangaben. Ich kann es nicht erkennen, aber ich meine, das wären irgendwas zwischen 120 und 140 Liter. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann natürlich auch vom Schlafzimmer zugänglich. So soll das sein. Hier die drei Fächer schön verstellbar in der Tür. Das ist richtig schick. So, das war die Küche. Kommen wir zum Bad. Ihr Lieben, dann kommen wir mal zum Badezimmer. Hier erstmal, ich finde das Dekor echt mega. Hier auch mit diesem Creme, dieses Grau. Das ist genau mein Ding. Und dann gucken wir mal rein hier. Also schon mal schön beschichtete Tür. Das heißt schon mal so gut wie kein Duschvorhang. Auch wenn ihr hier oben, nein, habt ihr nicht. Das ist von der Tür hier. Genau, also kein Tüdelvorhang. Gucken wir mal hier. So, fangen wir hier an beim Waschbecken. Klein, aber fein. Da gibt es nichts zu meckern. Da habt ihr euren Lichtschalter. Machen wir mal auf hier unten. Da habt ihr die Toilettenchemie, Zugang für Wartungsarbeiten. Hier schiebt ihr eure Toilettenpapierrolle drauf und könnt ihr da rausholen. Der Spülknopf für die Tedford-Toilette. Dort könnt ihr erkennen, grün, Kassette leer, rot, Kassette voll. Die natürlich drehbar. Ne? Dreht ihr so rum, wenn ihr duschen wollt, dann habt ihr ein Stück weit mehr Platz. Hier unten der Heizungsausströmer. Schön Platz fürs Duschgel. Eure Mischarmatur, hier könnt ihr noch mal was unterstellen. Dann habt ihr hier das Mikrofon, anscheinend momentan nur dieses eine lieferbar. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 LED-Spots. Das ist richtig schön. Zum Schränkchen kommen wir gleich. Dann hier, das kennt ihr von Hobby, das Kleidungsseil oder Trockenseil. Hier könnt ihr schön Handtücher zum Trocknen aufhängen. Und wenn ihr das nicht braucht, zack. Weg damit. Eine 40-40 Hiki-Luke. So, kann mal gucken. Ich mache hier tatsächlich mal eine auf. Das ist richtig schön. So, und dann machen wir wieder zu. Richtig schick. Dann seid gegrüßt, ihr Lieben. Kommen wir zum Schrank. Den mache ich euch mal auf. Zwei Flügel für die Dame. Eine Lippe, zwei Lippen, drei Lippen. Richtig cool. Und hier natürlich dadurch, dass die Spots oben drüber sind, habt ihr quasi noch so ein, der Lichtkegel, der streut ja, dass das ein bisschen da reinleuchtet. Das finde ich richtig gut. Und das kleinere Fach für den Herrn des Hauses, auch hier überall eine Lippe. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also dieses Badezimmer, schick. Zwei Haken, gibt ja Hersteller, die verbauen gar keine Haken. So, dann könnt ihr das hier so rum. Ich baue mich hier mal kurz ein. Das machen wir mal auf. So. Und mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen hinkriegen. So. Ja, da ist Ende. Hier habt ihr die andere Klappe. Seht ihr das? Und ich drehe mal kurz, damit ihr mal seht, was ich hier an Platz habe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, aber dann hier. Ich mache mal wieder. So. Das mal wieder zurück. So, dann machen wir hier den Knopf. Das soll ja auch alles wieder schön weg sein. So, ihr Lieben, jetzt stehe ich hier im Bad. Also hier jede Menge Platz mit meinem Astralkadaver. Und seht euch das an hier. Also wer dann unter die Riesen geht, der kann notfalls den Kopf aus der Luke stecken. sehr schönes Bad, Hobby. Chapeau, das gefällt sehr, sehr gut. Sehr, sehr schönes Badezimmer. Und weiter geht's. So, ihr Lieben, kommen wir zum Schlafzimmer. Wir fangen mal wie immer bei den Treppen an. Da haben wir da unten einmal einen Heizungsausströmer. Dann kann man das Ganze aufmachen. Richtig Platz.
Ich mache mal nochmal die Lampe an. So, da schaut rein. Nächste Stufe. Auch richtig Platz. Kann man schön Schuhe machen. Dann hier der Hängeschrank. Hier ohne Beleuchtung. Aber wie schon gesagt, Hobby-Einstiegssegment. Und jetzt mag die Lampe nicht mehr. Batterie alle. Hier auf alle Fälle schöne Schubladen. Fächer halt für Socken, Unterhosen, Pullover etc. Hier habt ihr dann ein Lüftergitter. Da dürfte sich dann mutmaßlich die Thomas-Dieselheizung hinter verbergen. Dann hier, das könnt ihr hier übrigens feststellen, da und da, der Auszug für die Bettverlängerung. Hier die Leiter, die hängt ihr dann hier vorne ein. Und wenn ich jetzt ganz vorne bin, dann klettert ihr hier über die Leiter hoch in die große Liegewiese, die ihr bauen könnt mit diesem Zusatzpolster. Ich persönlich bin eher ein Freund von der Variante. A, ist es ein deutlich bequemerer Einstieg, gerade wenn man auch mal nachts auf Toilette muss. Und auch fürs Kuscheln ist wirklich genug Platz. Dann sehen wir da hinten natürlich gleich die Lichtsteuerung von Hobby, damit ihr die Beleuchtung auch vom Bett aus an- und ausschalten könnt. Da hinten habt ihr wieder einen von diesen wirklich schicken Spots auf beiden Seiten. Hier kein USB oder ähnliches, aber das schadet jetzt eigentlich nicht, finde ich. Hier habt ihr nur das serienmäßige Fenster auf der Beifahrerseite mit dieser Gardine und den schicken Schals, wie wir das schon gesehen haben. Dann hier habt ihr ja eben bestimmt schon gesehen, kein Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass es hobbytypisch optional ist. Und sowas wie USB-Ports etc. kann man sich hier natürlich auch beim Händler eures Vertrauens noch einbauen lassen. Dann machen wir mal die Oberschränke auf. So, geht der alte Mann mal hier hoch auf die Stufe. 1, 2, 3, 1, 2 und 3. Das sieht richtig schick aus. So, dann machen wir hier mal zu. Tang, tang, tang. So. Da nochmal richtig schön hier jeden Zentimeter genutzt. So kennen wir das von Hobby. Ja. Ein kleiner Kabelkanal. Und auch hier bis in die kleinste Ecke. Und die 3, die mache ich euch jetzt nicht auf. Das ist dasselbe wie auf der anderen Seite. Auch hier hättet ihr theoretisch die Möglichkeit, nochmal einen Fernseher zu installieren. Aber da hängt vorne einer und mal ganz ehrlich, Camping findet draußen statt. Wozu braucht man eigentlich 2 Fernseher? Dann haben wir hier oben den Rauchmelder und ebenfalls wie in der Dinette diese wunderschöne Lampe. Und auch Hobby verbaut einen Vorhang. Da sehen wir hier schon, der ist kurz. Das heißt, es deckt dann auch nur bis hierhin ab. Aber lieber dieses bisschen als gar nichts. So, dann machen wir noch einen kurzen Schwenk, bevor wir zum Fazit kommen. Das machen wir draußen. So, das Fazit wieder für die Freunde des Standbilds. Ihr habt ja die ganze Sonderausstattung. Einen Preis, weder Grundpreis noch VK, findet ihr hier drauf. Das Auto ist bereits verkauft. Und wir sehen hier aber, dass wir auf Citroën Jumper das Modell Baujahr 22 haben mit dem 165 PS Schaltgetriebe. Wir haben eine Länge von 7,8 Meter, eine Breite von 2,33 und eine Höhe von 2,88. Das Ganze auf 3,5 Tonnen mit Einzelbetten. Das Polster nennt sich Arras und das Holzdekor Cucobolo Piqué Grau, wenn ich das jetzt so auf die Entfernung richtig lese. Hier könnt ihr schauen, was das Auto alles inkludiert hat. So, dann geben wir hier noch mal ein bisschen drauf. So, und dann wären wir damit soweit schon mal fertig, ihr Lieben. Ihr Lieben, das war's mit dem Hobby Optima On Tour T65GE in der IC-Line. Hier, wie schon erwähnt, verkauft dem künftigen Besitzer. Viel Spaß auf seinen Reisen und schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Auto gefallen hat.
Und ansonsten bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Lebenszeit TV. Bis dann, ich bin euer Andi. Macht's gut. Ciao.